Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zum heutigen Ankündigungsvideo. Morgen, also am 2.3., findet unser Community Case Opening statt. Das heißt, wir werden morgen im Stream ab 18 Uhr, da werden wir uns sammeln und dann recht zügig auf den Server gehen, ins Teamspeak gehen und dann schön gemütlich Cases öffnen und gucken, wer was bekommt. Ich werde mir dafür jetzt noch ein paar Kistelchen raussuchen, denn aktuell habe ich keine auf dem Main-Account. Das heißt, ich muss sie dann erst rüberziehen. Ich habe hier eine recht dicke Sammlung am Start und kann mir, denke ich, aus möglicherweise jeder Case oder jede Case, die es mal gab, was rausziehen. Beziehungsweise ich weiß nicht, wie viele Weapon Cases ich habe, wenn ich überhaupt eine habe. Das Dumme ist, man kann hier drin nicht suchen. Hier, ich habe die CSGO Weapon Case 3, 2. Gab es da eine 1er? Wahrscheinlich, die habe ich nicht. Grundsätzlich sei für euch gesagt, dass jeder mitmachen kann, der mindestens 5... Oh Gott, muss ich die einzeln da rausholen? Nee, oder? Der mindestens 5 Kisten aufmacht. Ah nee, ich gehe hier drauf und dann retrieve. Alles gut, ich hab's. Also jeder, der 5 Kisten aufmachen möchte oder aufmachen wird, der kann dann dazu stoßen und auch gerne auch ins Teams bekommen und eben auf den Server. Wir werden dann gemeinsam auf den Server joinen und dann sieht man ja unten in der, im Chat halt auch, was die Leute so ziehen. Ja, und dann machen wir gemütlich die Kistelchen auf. Wir fangen damit so gegen 18 Uhr an. Der Stream fängt ja um 18 Uhr an. Das heißt, ich werde dann schon noch ein bisschen warten halt, bis dann genug da sind und wir dann schlussendlich loslegen können. Ich nehme jetzt mal, wie viel nehme ich denn mit rüber? Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe mir noch kein Limit gesetzt. Datazone Cases haben wir jetzt ein paar, Spectrum 2, Gamma 2, Chroma 3. Ich wähle hier noch ein bisschen was aus, hier vor allem Breakout, da haben wir noch einiges rumfliegen. Und möglicherweise dann hier unten noch so eine Weapon-Dingenskirchens, oder? Ich weiß gerade nicht, wie die im Wert liegen. Ich nehme mal eine mit rüber und guck mir die Chose an. Ich kann hier drin nicht nachgucken, das ist auch so blöd. Ich werde auch gleich hier im Video noch eine Kiste aufmachen und dann daran herauslesen, wie es mal morgen laufen wird. Ach, guck mal, das sind die Zweier. Ich glaube, bis jetzt habe ich nur die Dreier drin, ne? Eine Fagor-Kiste, eine Fälschchen-Case. Da greifen wir doch gerne nochmal zu hier. Ich mache jetzt mal die 30 voll. Ich mache einfach mal die 30 voll und ziehe die dann so rüber. Was ist da überhaupt drin? Aha. Ah, die blaue Fissur, ich erinnere mich, ja. So, und schon sind wir auf dem Main-Account angekommen. 31 Kisten, habe ich nicht 30 rausgeswitcht? Das sieht gut aus. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Kiste ich jetzt aufmache. Wo ist jetzt hier der Unterschied? Also wir haben hier einmal den Schabambel drin und hier drüben ist... Ach, da sind die Hämoglobin drin, okay. Das sind, glaube ich, so generell die teuersten Kisten, die ich habe. Die kostet 2 Euro irgendwas und die 3 Euro irgendwas. Ich glaube, der Rest ist, also kommt nicht ran. Ich kann mal kurz gucken, was die Breakout-Dinger kosten. Okay, 1,50. Dann mache ich jetzt einfach mal die teuerste Kiste auf, die ich habe, soweit ich weiß, ist das die Weapon Case 2. Und dann alle, die jetzt rumschreien, du musst die liegen lassen, bis sie ganz viel, noch viel mehr wert ist. Nein. Schudele. Wenn ich jetzt was Schlechtes ziehe, und das werde ich wahrscheinlich machen, weil ich bei Case Openings nie Glück habe, also ist was, ich sag mal, kommen wir sagen mal, wenn es was Blaues wird, dann läuft morgen der Abend richtig gut. Dann ziehen wir irgendwas Geiles. Wenn jetzt hier was Mittelmäßiges kommt, wenn wir morgen trotzdem geile Sachen ziehen. Ellie, go, Alter. Patz! Ich drehe mich um, dass ich nichts mitkriege. Komm. Ha, das geht nicht gut. Eine blaue Titanium. Also. Wahnsinn. Das bedeutet, dass wir morgen nur Knives ziehen werden. Ausschließlich. Und nur solche Teile. Nur Black Pearls. Überall drin. Egal welche Kiste. Auch hier. Only Black Pearl. Auch wenn das so ein Ding ist. Ist egal. Da wird richtig was ausgehebelt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Um 18 Uhr sammeln wir uns und gehen dann ran an die Öffnung der Kisten. Wie gesagt, mindestens 5 Kisten muss man aufmachen, sonst ist es halt Quark. Wenn jeder, also wenn alle ins Teams bekommen, die halt eine Kiste aufmachen, dann sind wir voll und keiner versteht irgendjemanden. Darum ein gewisses Limit. Und auch der Server wird natürlich nicht alle tragen können, wenn halt jeder kommt, der mal eine Kiste gesehen hat, aber selbst keine öffnet, ewig wie der Hase läuft. Aber der Stream ist ja an, das heißt, da können eh alle zugucken. Gut. Dann sehen wir uns morgen ab 18 Uhr im Livestream. Und bis dahin, haltet durch. Bald geht's weiter. Und hier natürlich noch ein riesen Dankeschön an meine Kanalmitglieder und Patreons. That's pretty nice of you. Thank you. Oh, thank you pretty much.